Servus, meine Freunde, ich bin's, euer Angelo. Ja, da bin ich wieder für euch da diese Woche mit unserem Thema Gendervorbild. Ja, klar, jeder hat ein Vorbild, denke ich mal, oder zumindest so gut wie jeder. Ich persönlich habe natürlich auch eins, an dem ich mir so ein kleines Beispiel nehme, beziehungsweise auch natürlich verfolge und. Bei mir ist es der Benjamin Melzer. Einige von euch kennen ihn bestimmt von irgendwelchen ja, Fernsehauftritten oder sonst irgendwas oder halt von Facebook der erste Transmodel, das erste Transmodel, was es auf die Men's Heels geschafft hat. Ja, warum es mein Vorbild ist, ist relativ einfach zu erklären, weil ich persönlich finde es einfach gut, wie er damit umgeht, wie er vor allen Dingen in der Öffentlichkeit darüber spricht. Und dementsprechend natürlich dann auch seinen Weg gemeistert hat, sage ich jetzt mal. Das, was er jetzt natürlich auch geschafft hat, das mit der Men's Heels zum Beispiel, was er aus sich einfach gemacht hat, finde ich klasse. Nicht jeder, klar, ist zum Modeln geeignet. Ich zum Beispiel vielleicht nicht, als Beispiel. Sage ich jetzt einfach mal, aber der hat es wirklich weit gebracht, gerade jetzt, wo er sich natürlich auch wohler fühlt. Und ja, finde ich einfach klasse und das erste Mal auch von ihm gehört habe ich vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder ungefähr um die Ecke rum. War natürlich da erstmal noch so gucken und so weiter. Und ja, irgendwann fing das dann an, dann habe ich den natürlich verfolgt, so bei RTL, bei Stern TV oder sonst irgendwo, wo der war. Auf Facebook natürlich viele Beiträge von dem gelesen. Und finde ich einfach super. Und ja, ist so für mich mein Gender-Idol, sag ich jetzt mal, Vorbild. Wo ich mir sag so, da will ich auch mal hin. Zwar jetzt nicht vielleicht als Model, aber zumindest vielleicht so im Körperbau zum Beispiel. Ich selber persönlich möchte auch muskulös werden, bin ich ehrlich. Zwar jetzt nicht vielleicht so übertrieben, aber so ein kleines Sixpack. Sieht ja bestimmt gut aus bei mir. Ja, so viel zum Thema Gender-Vorbild. Ja, mehr würde mir jetzt auch persönlich an sich so auf Anhieb nicht einfallen. Euch viel Spaß mit dem Video natürlich. Bis nächste Woche. Ne? Nicht vergessen. Und noch einen schönen Tag euch. Ciao.